Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von dem Asam Beauty Adventskalender für dich. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet 49,95 auf asambeauty.de. Verlinke ich dir unten in der Infobox. Ich habe den in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um ihn hier vorstellen zu können. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Team von Asam Beauty. Und wir haben hier wundervolle Pflegeprodukte drin. Ich habe den letztes Jahr auch schon ausgepackt mit euch zusammen. Da hat er mich echt schon begeistert und ja, er sieht geil aus, oder? Es ist so ein richtiges weihnachtliches rot-goldenes Design. Ich habe da ultra Bock drauf. Wir haben hier 1, 2, 3 Zwischenebenen drin, sodass die Boxen nicht einfach so runterknallen können. Und ich finde es total geil. Natürlich wird es auch in diesem Video eine Verlosung geben. Alles, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Und was du gewinnen kannst, sage ich dir im Laufe des Videos. Und ich würde sagen, wir starten doch einfach mal. Hier oben befindet sich die Nummer 1. Der Adventskalender kann übrigens nicht von alleine stehen. Das ist ein bisschen schade. Also es ist cool, dass er so angeschrägt ist unten, aber der bleibt dann nicht stehen. Das heißt, ich lege ihn vor mich hin und werde ihn dann öffnen und die Sachen hochhalten, ja. Hier ist die Nummer 1. Der Kalender soll einen Wert von 145 Euro haben und da bin ich sehr gespannt. Als erstes haben wir Perfect Eye, ein Augenserum mit 7 Millilitern drin. Das finde ich cool, dass es direkt mit einem, ich würde mal sagen, hochpreisigen Produkt startet, weil ein Augenserum ist immer relativ teuer. Und das ist halt so ein flüssiges Produkt, was du dir halt an die untere Augenpartie gibst und das so eintapst und das soll dich halt lüften. Finde ich nett. Weiter geht es mit der Nummer 2 und die ist etwas schwerer als die Nummer 1. Und ja, wir haben hier auch eine komplette Creme drin. Die Aqua Intense Supreme Hyaluron Cream, da sind 20 Milliliter enthalten und die soll deiner Haut Feuchtigkeit spenden. Das ist halt auch ein echt schöner Tiegel, weil ich, wie man anhand meiner Nägel sehen kann, mag gerne Türkis. Ich finde das total toll und ja, Hyaluron, Feuchtigkeit, sagst du nichts zu, ist richtig geil. Dann schauen wir mal in die Nummer 3 und die Nummer 3 ist sehr, sehr groß und die hat sogar ein Schleifchen drauf gedruckt. Also den Adventskalender werde ich genauso, also den werde ich weiterverwenden. Ne? Das ist, den, also ne, ich bastle ja Adventskalender für Familie und Freunde und verschenke welche und verlose welche und so. Und deswegen finde ich das toll. Das ist im Asam Vino Gold eine straffende Körpercreme. 100 Milliliter sind hier enthalten. Und im Asam hat ja normalerweise so diese riesengroßen Produkte. Und ich versuche das auch mal so runterzurechnen, ne, was die Produkte dann einzeln auch wert sind. Und ja, Vino Gold ist halt auch dann eine Reihe von denen, wo du so Traubenextrakt oder sowas drin hast. Ne, müsste das sein. Genau. Und das soll dich straffen. Beziehungsweise deinen Körper. Ja, finde ich gut. Und mit 100 Milliliter kommst du schon relativ weit. Ne? So, 4 ist genau daneben. Ja. Die ist hier. Oh, wir haben eine Maske. Mega. Resveratrol Premium NT50, was auch immer das heißt. Eine Glättungsmaske mit Traubenkernöl und Squalan. Porenverfeinernde Gesichtsmaske. Glätt bereits nach nur einer Anwendung. Richtig geil. Und das ist Resveratrol hochkonzentriert aus der Weinrebe. Da sind 2 Anwendungen drin. Das ist cool, ne? Altersempfehlung bewegt sich zwischen 40 und 70, aber auch 30 und 80-Jährige könnten es theoretisch nutzen, auch wenn der Bereich ein bisschen, ja, nicht grau ist, sondern so, ne, so hinterlegt ist. Jo, Masken mag ich gern. Glättungsmasken sind sehr freundlich. So, der Tag vor Nikolaus, die Nummer 5, ist ganz schön groß. Mal gucken, was da drin ist, oder? Eine Tube von M. Asam. Oh, schön. Eine intensiv glättende Hals- und Dekolleté-Creme. Intensiv, achso, das ist nochmal auf Englisch. 25 Milliliter. Also, ich sagte auch schön, weil ich finde, dass es einfach zum Adventskalender passt. Weil es sind viele Produkte für etwas reifere Frauen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also für Frauen, die einfach auch ein bisschen mehr darauf achten möchten, dass die Haut mehr mit Feuchtigkeit versorgt ist und man die Fältchen, die man nun mal hat, aufpolstert. Und da passt halt auch eine Hals- und Dekolleté-Creme zu, weil man sieht das Alter eines Menschen halt wirklich am Hals, am Dekolleté, an den Händen. Ne?
Ist nun mal so. Ich persönlich verwende sowas tatsächlich gar nicht. Aber ja, weil ich, was wäre mir einfach zu viel. Ich verwende so viele verschiedene Cremes, da wäre mir das hier einfach noch ein Schritt, der einfach zu viel wäre. Oh, Nikolaus ist aber ganz schön klein. Huch. Ja, aber schwer. Vielleicht ist da noch so ein Cremetiegel oder sowas drin. Ja. Okay, das ist Vino Lift Spezial Nachtpflege. Nett. 20 Milliliter sind hier in diesem Tiegel enthalten. Und ja, das ist halt extra eine Nachtpflege, die dich dann über Nacht wahrscheinlich schön machen soll. Nett. Schön groß. Ansprechen von der Verpackung her. Die Nummer 7 habe ich bereits oben gesichtet. Ja, ja. Okay, hier haben wir eine Ampulle drin. Nein, haben wir nicht. Self-Tanning Drops. Gesicht, ja, 5 Milliliter. Nee. Ich stehe zu meiner Blässe. Und bei mir ist es auch nicht so, dass mein Gesicht jetzt irgendwie heller wäre als mein Körper, auch wenn ich Lichtschutzfaktor verwende, ne? Aber ich werde halt nicht braun und das sieht bei mir dann einfach nicht aus. Nein, das brauche ich nicht. Das misst du dir normalerweise einfach in deine normale Tagescreme mit rein, ne? 1 bis 3 Tropfen, genau, einfach in die Gesichtspflege und dann aufs Gesicht geben. Ja, und dann wirst du halt nach und nach bräuner. So, die Nummer 8 hat hier auf jeden Fall ein Schleifchen wieder drauf, was ich sehr schön finde. Oh, das erinnert mich an was. Okay, im Asam Magic Finish Make-up, da sind 10 Milliliter enthalten. Hatte ich letztes Jahr in dem im Asam Beauty Adventskalender ebenfalls drin. Und Leute, ich muss euch was gestehen, ich habe es nicht verwendet. Ich muss das echt mal verwenden und ich glaube, das vom letzten Mal dürfte auch gekippt sein oder so. Ich weiß es nicht. Das, ne? Ich glaube nicht, dass es noch haltbar ist, um das mal so zu sagen. Das werde ich austesten. So, weil ich mache sowieso demnächst dann, wenn ich mit den ganzen Adventskalendern irgendwann mal durch bin, mache ich auch einen Fullface-Adventskalender, ne? Und dann kann man sowas mit einbringen. Kann ich das auch mal testen. Die Nummer 9 ist die letzte einstellige Zahl. Und hier haben wir von Flora Mare, auch das kann man natürlich auf der Asam Beauty Homepage kaufen, nicht nur im Asam Produkte, sondern auch Flora Mare, Ocean Skin Therapy, ein Cleansing Gel, Gulf Stream steht hier drauf, Youth Control, okay, mit 50 Millilitern, das soll deine Jugendlichkeit kontrollieren, das finde ich sehr interessant. Wahrscheinlich soll das halt reinigen und gleichzeitig Feuchtigkeit geben, anders kann ich mir das nicht in keinster Art und Weise vorstellen, was das sonst machen soll, aber gut. Da steht nicht groß beschrieben, warum es das machen soll, aber es macht es. Es hat einen sehr, sehr aquatischen, fast schon männlichen Duft, um das mal so zu sagen. Weiß ich nicht, hat auch so ein bisschen was Kräuteriges? Weiß ich nicht. Also für mich wäre das nicht nur von der Verpackung her, ne, sondern auch vom Duft eher so in die Richtung für meinen Freund. Yay! Der zweistellige Bereich ist mit der Nummer 10 angebrochen und die ist sehr leicht. Vielleicht auch wieder eine Maske oder eine Ampulle. Nee, eine Maske. Schön. Im Asam Vitamin C in 3 Minuten eine Peeling-Maske, tiefenreinigende Gesichtsmaske, vitalisiert und belebt die Haut, verfeinert die Haut mit soften Jojoba-Peeling-Perlen. Ja, habe ich Angst vor Vitamin C und ich, wir sind einfach keine Freunde, ne? Ich habe sehr sensible Haut, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, die wird nicht bei mir bleiben. Nein. Die erste Schnapszahl. Die Nummer 11 ist ganz schön groß. Und schwer. Was da drin ist? Eine große Tube wahrscheinlich. Hm? Ja. Ahuhu Shampoo. Rebuild. Keratin. Ohne Silikone. Tiefenreparatur mit restrukturierendem Phytokeratin. Okay, ja. 75 Milliliter sind hier enthalten. Ich mag Shampoo. Shampoo und ich, wir sind große Freunde. Riecht nicht so geil. Riecht nach irgendwie so einer Naturkosmetik-Fettcreme. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht, das riecht jetzt nicht so unglaublich geil, aber wenn das halt so richtig tiefenreparaturmäßig ist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Intensive Pflege, Ausrufezeichen. Das Pflege für strapaziertes, geschädigtes oder chemisch behandeltes Haar mit einem extra an restrukturierendem Phytokeratin, Amaranth und Granatapfel. Bum, bum. Ja, und das machst du dir auf das Haar, die Kopfhaut, einmassieren, aufschäumen, ausspülen und so weiter und so fort. Bäm, bäm, bäm. Hört sich sehr pflegend an. Hört sich sehr krass an, ne? Mhm. Okay, chillen wir uns ein bisschen und gehen weiter zu der Halbzeit. Die Nummer 12. Die ist rosa. Das ist hübsch. Retinol von M. Asam Use Concentrate. 15 Milliliter.
Und ich glaube, das ist halt sowas, was du dir punktuell dann wirklich auf die Falten aufgibst, dann einwirken und dann strafft sich dein Gesicht auf einmal. Morgens und abends nach der Reinigung auf das Gesicht auftragen, Produkt vollständig einziehen lassen und anschließend ihre gewohnte Pflege verwenden. Bäm! Ne? Nicht auf die Augen, Leute. Nein, nein, Augenkontakt vermeiden. Aber das ist ein gutes Produkt für die 12, finde ich, ne? Jo. Die 13, oh, die ist schön in Gold gehalten. Ich mag diese Optik einfach, ne? Man sagt ja normalerweise, Rot und Pink würden sich ja beißen, aber nö, hier nicht. Hier beißt sich nichts. Das ist eine Tagescreme von M. Asam, 15 ml mit Lichtschutzfaktor 15. Die Better Skin Tagescreme ist das. Okay. Jo. Soll einfach eine bessere Haut machen. Das steht jetzt nicht explizit, dass es irgendwie beruhigen soll oder dass es Falten reduzieren soll oder Feuchtigkeit geben soll. Es soll die Haut einfach besser machen. Ja. Die Nummer 14. Vitamin C. Okay, das scheint eine neue Reihe von denen zu sein, ne? Eine Augencreme. Also Vitamin C, 7 Milliliter sind hier drin, ne? Gerade an den Augen finde ich ganz schwierig. Wobei das ja auch so ein bisschen die Augenschatten aufhellen soll, ne? Dafür hast du dann ja auch Vitamin C so ein bisschen. Habe ich Angst vor. Aber da steht ja auch extra Vitamin C Bright drauf, ne? Die Nummer 15 haben wir hier in einem wunderschönen Pflaumenton. Oh, also diese Cremepöttchen, das feiere ich ja, ne? Das finde ich total hochwertig. Collagen Lift 24-Stunden-Creme, 20 ml sind hier enthalten. Und ja, das wird dann auch wieder Anti-Aging sein. Finde ich auch toll in diesem Cremepöttchen, das kannst du toll verwenden. Mag ich, gefällt mir. Finde ich freundlich, wirklich. Die Nummer 16 ist wieder in einem schönen Gold. Wow, da wollte der Adventskalender einmal runterfallen. Das wollen wir verhindern. Verhindern, nicht verhindern. Okay. Hyaluron-Feuchtigkeitsmaske mit Mango-Stan-Fruchtextrakt und Essential Cell Boost Faktor. Ja, parfümfreie Gelmaske für das Gesicht, aufpolstern und glättend. Zwei Anwendungen sind hier enthalten. Jo, so eine Maske, ne? Ist nie weg. 10 ml sind in so einem Sachet drin. Also in so einem Zweier-Sachet, weil das ist ja für zwei Anwendungen. Dann gehen wir mal weiter zu der Nummer 17. Die ist auch wieder schön pink. Oh. Die ist schwer. Die ist wieder richtig schwer. Haben wir jetzt das... Nein, schade. Ich dachte, da kommt jetzt die passende Spülung zu dem Ahuhu. Das ist Koffein Thickening Shampoo. Das soll Kraft und Fülle mit Koffein geben. Auch hier sind wieder 75 ml enthalten. Ja, noch ein Shampoo, ne? Das riecht aber voll nach einem Männerprodukt. Ich glaube, das gebe ich meinem Freund auch. Mag ich jetzt nicht so ultimativ vom Duft, ne? Also ich, mal ja, kann man das machen, dass man irgendwie so Düfter in Shampoos drin hat, die jetzt nicht ganz so ultra geil sind. Aber ansonsten möchte ich gerne dieses Herbal Essences Feeling haben. So halt, ne? Dass man so dieses, es muss ja nicht Herbal Essences sein, aber halt von der damaligen Werbung, die Frau steht unter diesem Wasserfall und massiert das in die Haare und freut sich ihres Lebens und so möchte ich gerne einen Moment haben, wenn ich mich einschamponiere. Ja, genau, habe ich nicht, wenn es nicht gut riecht. Dann gehe ich mit der Nummer 18 mal weiter im Text hier. Und das fühlt sich schwer an. Natürlich, ja, in jeden Adventskalender gehört eine Handcreme, Leute, von Flora Mare, die Youth Control Regenerating Hand Cream. Das ist eine Jugendlichkeit gebende Handcreme. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, ne? Man sieht das Alter eines Menschen an den Händen, am Hals und am Dekolleté. Es ist nun mal so, 50 ml sind hier enthalten. Ach, die riecht wieder so ein bisschen maritim. Mag ich nicht so ultimativ den Duft, muss ich gestehen. Also ich bin eher, was die Marken hier angeht, auch was die Düfte angeht von den Marken, bei M. Asam. Das finde ich irgendwie ansprechend für mich. 19. Oh, da steht direkt Asam Beauty dick drüber. Und das ist echt schwer. Ist wahrscheinlich auch wieder so eine Tube. Nee, was ist das? Vino Gold Duschgel, schön. 100 ml von M. Asam. Das ist cool. Da freue ich mich sehr drüber. Riechst du hier nichts durch? Ist ja auch sehr, sehr gut eingepackt hier. Sanft auf der nassen Haut aufschäumen und mit Wasser abwaschen. Ja, das ist ein Duschgel. Ich weiß, wie man Duschgel verwendet, Leute. Gott sei Dank. Ja, schön. Ne? Dann die Nummer 20.
Die ist wieder sehr leicht, da ist bestimmt eine Maske drin. Ja, das ist eine Matcha-Maske, kaltgepresstes Traubenkernöl, das hört sich super interessant an. Porenverfeinernde Tonerdemaske, Antioxidantien schützen die Haut intensiv vor freien Radikalen und das verfeinert das Hautbild mit japanischem Matcha-Extrakt. Spektakulär, oder? Dann sieht man wahrscheinlich aus wie Hulk, wenn man die drauf hat. Das feiere ich immer so sehr. Und dann ja, erschrecke ich meinen Hund und meinen Freund. Ich bin eine sehr, sehr freundliche Mitbewohnerin hier. Gut, auf der Nummer 21 steht, du bist schön drauf. Aber das gehört ja zum Logo von Asam Beauty. Ach, wie witzig. Ja, guck, auch in diesem Adventskalender befinden sich nicht nur Pflegeprodukte und etwas dekorative Kosmetik, sondern auch Tools. Und das ist eine Haarbürste. Jo. Jo. Wir haben auch schon Shampoo drin gehabt, ne? Das ist eine schöne Reise. Habe ich gerade Zahnbürste gesagt? Also schön für Reisen. Von Ahuhu kommt das. Also das ist hier hinten drauf gebrandet. Und ich glaube, dass es sogar Holz ist, ne? Das sieht sehr, sehr gut aus. Gefällt mir. Ich persönlich mag nicht so gerne, dass hier halt diese Nupsis auf den Pins drauf sind, weil meine Haare einfach sich zu sehr da drin verfangen und dann zieht das bei mir halt einfach. Aber an und für sich ist das eine schöne Reise. Haarbürste, ich will immer Zahnbürste sagen. Ah, die Nummer 22. Es geht hier echt gerade steil Richtung Ende, ne? Oh, hier haben wir wieder einen Tiegel drin. Mega. Youth Lift All-in-One Solution Cream, 20 ml. Und das soll die Lösung für alles sein, denn so steht es auf der Creme drauf. Ja, nett. Sehr nett. Gefällt mir. Also den Adventskalender würde ich jetzt nicht unbedingt einem Teenager geben, ne? Ich glaube, da hätte man ein langes Gesicht vorprogrammiert. Aber für jemanden, der so in meinem Alter oder ein bisschen älter als ich ist, definitiv. So, die Nummer 23 ist die vorletzte Box. M. Asam Resveratrol Essence of Youth. Das ist ein Serum mit 15 ml. Und das macht man sich halt dann ganz normal unter die Tagescreme oder unter die Nachtcreme. Und dann, ja, gibt es dir einfach Jugendlichkeit zurück. Finde ich cool. Wie oft habe ich jetzt eigentlich gesagt, finde ich cool? Häufig, oder? Wen es getriggert hat, es tut mir leid. Ich kann nicht anders. Ich bin manchmal so. So, jetzt kommen wir zu dem letzten. Die Nummer 24. Die ist echt klein. Wirklich klein. Was wird da wohl drin sein? Nein, wie geil. Magic Finish, ein Satin Lipstick. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, echt... Am Anfang der Adventskalendersaison habe ich gesagt, ich möchte keinen roten Lippenstift behalten, denn ich habe so viele. Aber Leute, ich wollte den tatsächlich immer schon haben, weil Maxime Giacomo hat da auch so von geschwärmt. Das ist, Ruby Red ist die Farbe. Es ist halt wirklich rubinrot, ne? Der soll so toll sein und halt überhaupt nicht in die Lippenfalten kriechen und ich behalte den jetzt. Boah, der riecht gut. Der riecht wirklich gut. Oh, ist der cremig. Oh, der ist so schön. Ne? Das ist toll. Das ist eine schöne Nummer 24. Das gefällt mir. Das ist magnetisch. Oh, guck mal. Feier ich. Schöne Nummer 24. Zwei dekorative Kosmetikprodukte. Ein Tool und den Rest Pflegeprodukte hatten wir in diesem Adventskalender. Ich fand den dieses Jahr auch wieder cool. Auch wenn wir ein paar Produkte drin hatten, die wir letztes Jahr auch schon drin hatten. Aber das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Weil das sind ja auch einfach gute Produkte, ne? Also mag ich. Definitiv. Ist empfehlenswert. Kann ich euch empfehlen. Wie gesagt, 49,95 kostet der normalerweise. Das war er. Er hat mir gefallen. Er hat mir letztes Jahr auch schon gefallen. Jetzt hat er mir wieder gut gefallen. Ich habe mir wieder 5 Produkte ausgesucht, die ich gerne in diesem Video verlosen möchte. Da haben wir einmal die Handcreme. Dann die Hals- und Dekolleté-Creme. Dann den Self-Tanner und die beiden Vitamin-C-Produkte, weil ich da einfach Angst vor habe. Ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, also, ne? Mir hat der Adventskalender, wie gesagt, sehr gut gefallen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Schreib mir gerne deine
Einschätzung, dein Feedback zu dem Adventskalender unten in die Kommentare rein. Ja, da können wir uns ja mal ein bisschen austauschen. Und wenn dir das, haben wir schon gehabt, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!